Herzlich willkommen im Retrobeat. Ich bin Perudo und ich begrüße dich recht herzlich zu einem Adventure Beefy Roll Action in Hollywood. Das ist der zweite Teil des Beefy Abenteuers. Ein Werbespiel in dem Sinne und ich begrüße den Rocker 1980, der mich hier auf die Idee gebracht hat, dieses Spiel mal zu spielen. Ich kenne es nicht tatsächlich. Ich habe ein paar Werbespiele, in Anführungszeichen Werbespiele, früher gespielt. Ich hatte ja vor ein paar Wochen mit Dunkle Schatten begonnen. Bevor ich mit Dunkle Schatten 2 weitermache, dachte ich mir, was anderes wäre auch mal ganz nett, was ich noch nicht kenne. Und ja, er hat mir das hier wärmstens empfohlen. Dankeschön. Und dann schauen wir uns das Spiel mal an. Es sieht schon sehr nach The Art Department aus. Hier die Menüführung. Und ich soll sagen, wir starten ein neues Abenteuerspiel. Klassischerweise natürlich hier mit dem Menü, das wir auch schon von Dunkle Schatten kennen. Aber warum nicht? Das ist in Ordnung. So, Spielstand speichern, Textspieloption zum Spiel. Und jetzt sag mal, du, was du in den Ferien getrieben hast, Lukas. Genau, erzähl mal. Ich hab gejobbt. Ach ja, richtig. Davon hattest du ja schon vor den Ferien gesprochen. Und, war's gut? Also ich fange mal am besten ganz von vorne an, ja? Dann lass mal hören. Also ich bekam diesen Job bei Rapido Transport. Du meinst den Fahrrad-Schnellservice in der Stadt? Genau. Was ist das denn? Das ist ganz einfach. Man setzt sich aufs Fahrrad und fährt den ganzen Tag Eilsendungen in der Stadt herum. Meistens kommst du mit einer Menge interessanter Leute zusammen. Also beispielsweise Agenturen und Reisebüros, Modecenter, Großbetriebe und natürlich die Filmstudios. Ist ganz klar. Was? Ehrlich? Filmstudios? Ja, klar doch. Und genau dort ist mir etwas total Irres passiert. Da bin ich aber mal gespannt. Also, alles hat mit dieser Allsendung von Beefy angefangen. Die Mini-Salami? Die Beefy Roll? Die Pepperami? Genau. Die waren nämlich gerade dabei, einen Werbespot für das Fernsehen abzudrehen. Da gab es eine Änderung im Drehbuch und das musste dringend in das Studio. Sag bloß, das hast du gemacht. Na, sonst würdest du ja nicht wissen, oder? Stimmt. Okay. Ich sauste also mit meinem Drahtesel los und kam bald darauf bei den Studios an. Und da wäre das ja nicht nur erzählt. Guten Tag, junge Frau. Wie kann ich Ihnen helfen? Ach du lieber Gott. Okay. Sind Sie der Pförtner? Und wer bist du? Ich bin vom Kurierdienst. Ach, ich erinnere mich. Du sollst das Drehbuch für den Beefy-Werbespot zum Direktor bringen. Ganz genau. Hier, dein Infrarot-Clip. Was? Infrarot-Clip. Damit werden die Türen automatisch geöffnet, wenn du in ihre Nähe kommst. Und das ist ja praktisch. Wir sind nämlich ziemlich modern eingerichtet, weißt du? Der spielt mit dem Ball da. Ah, den Ball brauchen wir bestimmt. Ja, genau. Ich wollte eben noch sagen, ich meine, ist ja logisch, wir wollen das ja nicht alles erzählt bekommen, sondern wir spielen das Abenteuer hier sehr, sehr schön. So. Wieso gähnen sie eigentlich immer? Ach, das ist gähnen. Okay, Entschuldigung, ich dachte... Naja, gestern haben wir ein bisschen gefeiert. Ja, ich und die Jungs vom Club. Sie und die Jungs vom Club? Naja, vom Club der Wild Boys. Wir alle mit unseren Bräuten. Ich hatte meine Amy hinten auf meiner Harley dabei.
Und oh Junge, ich könnte ich noch einmal 70 sein? Oh Gott. Was haben Sie denn gefeiert? Ja, wahrscheinlich hier Geburtstag, oder? Unser 40-jähriges Jubiläum. Wir sind immer noch der heißeste Club in der Stadt. Okay. Und dann wurde es wohl nach 10, oder? Hohohoho. Nach 10? Nun mach mal keine Witze, Junge. Ab Mitternacht fängt die Fete doch erst richtig an. Aber... Ich hätte fast vergessen, dass ihr jungen Leute alle so schlaffies seid. Kein Mumm mehr in den Knochen. Na, dann werde ich mal weitergehen. Tu das mal, Junge. Der Spaßvogel. So, was haben wir hier? Betrachte, öffne, nimm, benutze, schließe und rede. Was ist das hier? Infrarotclip, Besucherausweis, Drehbuch. Jo, da sind wir gut ausgestattet. Zu den Studios. Gehen wir auch nochmal da rein. Ach halt, ich wollte mit dem Jungen ja reden hier. Oh, ich habe glaube ich falsch geklickt. Das sieht ja sehr spannend hier aus. Zum Vorzimmer, in den Aufzug, zur VIP-Lounge, zum Vorzimmer. Aha, die Tür geht also automatisch auf. Naja, ich habe ja mal den Infrarotclip, ne? Wahrscheinlich wird mit Infrarotclip hier irgendwie geortet. So ist es. Okay. Kann ich Ihnen helfen? Glaube ich nicht. Oh, hat den Sprachfehler? Haben Sie sich wehgetan? Nein. Ich hab nur Zahnweh. Geht aber hoffentlich bald wieder vorbei. Aber das tut mir aber leid. Ich hätte übrigens gerne Herrn Direktor Schlönstadt gesprochen. Das ist sehr dringend. Worum geht's denn? Um das Skript für den Bifi-Werbespot. Und zwar den neuen. Das geht nicht. Weshalb? Weil es da ist. Wir können das Skript aber auch mir übergeben. Aufs. Oh, das geht leider nicht. Das Skript kann ich leider nur persönlich überbringen. Das ist aber sehr verständlich. Ich bin hier Fahrradkurier. Da müssen Sie warten. Wollen Sie nicht erstmal zum Zahnarzt gehen vielleicht? So als Tipp von mir? Nein. Vielleicht gehe ich schon wieder vorbei. Okay, wann kommt er denn wieder? Ich weiß es nicht. Dann warte ich eben so lange, bis er kommt. Ich meine, das ist die Sekretärin. Die sollte ja eigentlich wissen, wann der wiederkommt, oder? Vielleicht später. So. Und sonst so? Ein bisschen rumschnüffeln, volle Bücher und Geschäftsunterlagen. Fenster, Schnüffelmodus ein. Okay, kennen wir schon. Was haben wir hier auf dem Schreibtisch denn? Eine Schere. Oh, die kann ich immer gebrauchen. Nimm Schere. Ich weiß nicht, was ich jetzt mit der Schere machen soll. Einstecken vielleicht? Na gut. Schere. Der obligatorische Kaffeebecher. Der 486 DX266. Warte mal. Vielleicht später. Benutze. Verklickt. Schalte Computer an. Das ist auf jeden Fall so intelligenter, da auf jeden Fall was macht. Schublade. Die können wir bestimmt öffnen. Ich kann nicht einfach so einen Schreibtisch herumfummeln. Okay, das stimmt wohl. Okay. Der ist nicht da. Was mache ich jetzt? Nur mit der Sekretärin sprechen. Die Sekretärin hat üble Zahnschmerzen. Gut, ich habe ihr den Tipp gegeben, soll zum Zahnarzt gehen. Ich meine, ist ja nur gut gemeint von mir. Was gibt's denn? So, ist der Direktor jetzt da? Nein, ist er immer noch nicht. Immer noch Zahnweh? Dummerweise ja.
Dann gehe ich mal wieder. Okay, ich glaube, das ist irgendwie... Da kommen wir nicht weiter. Was haben wir hier? Gut, wenn der Direktor nicht da ist, könnten wir eigentlich theoretisch auch das Skript selber dahin bringen. Die Tür geht nicht auf. Nun gut. Das bringt den Vorteil, dass wir nicht zu viele Örtlichkeiten auf einmal haben. Ach du lieber Gott. Eh sind wir, glaube ich. Genau. Dann gehen wir auf die 1. Schauen wir uns mal ein bisschen um. Ne? Das ist ja auch schön hier. Technikabteilung Requisite. Und da ist Denkfabrik. Wer weiß, wenn die Denkfabrik... Das ist eigentlich eine Fehlposition, weil Denken ist halt schwer. Oh, schön. Schüppidüppidü. Betrachte Autor. Er scheint ziemlich beschäftigt zu sein. Okay, aber hier kommen wir auch nicht weiter. Weil es ist ja kein Filmstudio. Ich könnte mal reinschnüffeln. Das Drehbuch für den Bifi-Spot. Ich muss es zum Direktor bringen. Okay. Zur Technikabteilung. Okay. Tür geht nicht auf. Anscheinend kann ich mit meinem Clip nicht in alle Räume rein. Das ist ja auch sinnvoll. Weil du Schnüffeljunge sollst ja auch nicht dahin. So, zweite Etage. Hier, beachte die Grafik. Sehr schön. Erste Etage. Jetzt fahren wir mal in die zweite. Mal gucken, was wir hier haben. Tonstudio. Zur SFX-Abteilung, zur Maske. Da können wir, glaube ich, auch nicht rein, oder? Die Maske. Auch nicht. Gut. Sag doch nicht bitte jedes Mal, du kannst nicht mit deinem Chip nicht überall rein. Das, glaube ich, haben wir schon verstanden. Oh, Tonstudio. Sehr schön, wir können da reingehen. Ach, schick. Oh yeah. Betrachte Aufnahmegeräte. Tolles Zeug. Wow. Wahrscheinlich unerschwinglich. Ja, für meine einer. Kabine, können wir da reingehen? Eine spezielle Aufnahmekabine, vielleicht für die Synchronisation. Wir öffnen mal die Tür. Wo ist denn hier Öffne? Da, Öffne. Tür. Wir bleiben lieber draußen. Mischpult. Ich muss auch benutzen. Sehr teuer. Ja, du hast ja Ahnung, du Fahrradkurier. Nutze Mischpult. Keine Ahnung, wie das funktioniert, aber hier haben wir ein Tape Deck. Könnte auch eine DAT. Okay, dann nimm die DAT mal mit. Ach, du stiehlst doch nichts. Du leistest dir doch nur aus. Für die Zeit des Adventures. Gut, wir kommen hier auch nicht weiter. Dann ab in den nächsten Stock. Und das wäre Nummer 3. Oh, nur eine Tür. Ah, ist ja schön. Zu einem Drehort. Ach, cool. Vielleicht haben wir ja Glück und finden dort das Bifi-Drehort. Drehörtchen. Meinetwegen, auf ein neues. Schon wieder? Schnäuzchen. Was? Grüns? Hey, das ist Star Trek. Kamera ab, Captain. Ja? Wir haben da etwas auf dem Bildschirm. Schau, schau. Ein enorm großes Objekt nähert sich uns mit Warp 12. So, so. Es ist auf vollem Kondensationskurs mit unserem Schiff, Captain. Sollten nicht erst irgendwas senden? Uhura, das ist ja witzig. Na gut. Sagen Sie den Fremden, dass wir ihnen das Hinterteil absenken, wenn sie nicht. Captain, können wir sich ein wenig diplomatischer ausdrücken? Wäre auch logischer. Na gut. Schicken Sie schöne Grüße und Föderationsblabla und fragen Sie, was das soll. Was sagt eigentlich Ihr Gentleman zu... Gerätle zu den Fremden? Mein Gerätle? Ich habe noch gar nicht reingeguckt. Ach stimmt, da guckt er immer da rein. Na, dann wird's aber Zeit. Captain. Ja, Uhura. Das enorm große Objekt meldet sich gar nicht. Knall. Captain. Ja, Mr. Sprung.
Trotz. Mein Gerät geht gar nicht mehr. Ha! Was haben die Fremden bestimmt kaputt gemacht? Könnte es vielleicht ein neues Romuladenschiff sein? Ohne Kloakenliebe. Was? Ohne Kloakenliebe? Um zu irritieren. Erscheint unlogisch. Captain, schauen Sie. Ah. 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 Stopp. So weit, wie so weit, so gut? Dialoge waren schön, aber die Tonspur ist ja bereits aufgezeichnet. Was? Okura, ein wenig mehr Pathos beim A. Meinetwegen. Auf ein neues. Schon wieder? Schnäuzchen. Das ist sehr witzig. Nee, das können wir uns nicht nochmal antun. Das ist viel zu cool. Wir sprechen mal mit dem Kameramann. Also er will nicht stören. Warte mal. Warte mal. Benutze Drehbuch. Das klappt so nicht. Zum Nebenraum. Okay. Also los, Leute. Je schneller wir mit dieser Szene am Ende sind, desto besser. Also seid ihr fertig. Ton ist bereit. Bin soweit. Kamera ist bereit. Action. Auf mein Kommando fährst du das Band mit dem Captain ab. Ist klar. Denkt daran, ihr seid mitten im Gefecht. Also schön hektisch mit viel Gefühl. Na gut, das alte Star Trek hat kein Gefühl, oder? Wird gemacht. Toll. Da will ich ganz, ganz leise sein. Action. Mr. Scotch. Wir brauchen noch mehr Energie auf die Schilde. Captain, ich kann nicht mehr geben. Und wer soll uns dann vor den Romuladen schützen? Ich versuche es, Captain. Zisch, peng. Wir haben einen Volltreffer auf die Brücke abbekommen. Verletzte? Nicht direkt. Hehe. Okura ist gestolpert und gegen Mr. Sprotz gepurzelt. Sprotz hat einen Hals verloren und sie zum Treppchen runtergerollt. Ach, schön. Die beiden Dummbatze. Mist. Und ich schlang manchmal wieder zu Tode. Spatzel. Schnell. Scotch, schalten Sie sofort die äußeren Schnüffelsensoren ab. Schlimm? Diese Romuladen setzen das verdammte Kloakendevice mal wieder ein. Was ist denn das Kloakendevice? Riechsensoren sind aus. Kann ich sonst noch was für Sie tun? Ja, bringen Sie mir doch bitte eine Tasse Tee. Zwei Zuckerküchlein. Vielleicht noch einen Keks für Mr. Sprotz und eine Limo für die Zecke? Oh. Captain. Ja, Mr. Scotch. Ich meinte eigentlich die wichtigen Sachen. Sie haben recht, Mr. Scotch. Streichen Sie den Krempel für Sprotz und Zecke und bringen Sie mir nur die Zuckerküchlein. Aye, aye, Sir. Cut. Aus. Wunderbar, Leute. Scotch, du warst toll. Danke sehr. Na, alles abgefilmt? Kamera war spitze. Toll. Wie war der Ton? Einwandfrei. Allerdings? Die Spule ist ein bisschen, ja, naja, also irgendwie, also muss nicht unbedingt was Schlimmes heißen. Hallo, Junge? Ja. Hat's dir gefallen? Ja, sehr. Würdest du uns einen kleinen Gefallen tun? Oh Gott, was denn jetzt? Na klar. Dann gib doch bitte diese Tonspule in Folge der Studie. Wohin? Hier ist die Tonspule und bitte sei ganz vorsichtig damit. Hä? Wo soll man die jetzt abgeben? Das habe ich aufgepasst. Was? Hallo? Mach ich doch gerne. Vielen Dank, Junge. Ja. Und dann stand ich mit dieser Spule da. Raumschiff Enterhaken. Gott, traumhaft.
was denn daran traumhaft? Meine Idole! So ein Glück wollte ich auch mal haben. Also ich fahre total auf Science Fiction ab. Männer. Was? Und was jetzt mit deinem Beverly Hills 0815? Ach, Beverly Hills. Das kann man doch gar nicht miteinander vergleichen, finde ich. So, so. Edge. Neckt euch gefälligst nachher, ihr beiden. Aha, wer sich neckt. Ich will wissen, wie es dann weiterging. Das will ich auch wissen. Ich begleite die Leute nach draußen auf dem Flur. Die hatten es alle ziemlich eilig, Feierabend zu machen. Okay. Kann ich verstehen. So, nun ja. Auf jeden Fall überlegte ich, was ich tun sollte. Ja, das frage ich mir jetzt gerade auch, was ich tun sollte. Was ist das hier? Ich habe eine Tonspule bekommen. Tja, warte mal. Hat mir nicht eben irgendwo... Wo war das nochmal? Verdammt. Ist das hier? SFX-Abteilung zur Maske, Tonstudio. Da gehen wir doch nochmal hin und geben ihm die Tonspule ab. Vielleicht... Ah, da ist der SFX-Master. So, öffne, schließe... Hä? Benutze Tonspule mit Tontechniker. Ah, guten Tag. Hallo. Was gibt's denn, Junge? Ist hier das Tonstudio? Ja, hier bist du genau richtig. Was kann ich für dich tun? Hier ist die Welt des Wohlklanges. Sind Sie der Tonmeister? Genau, genau, der bin ich. Ich schalte alles und walte hier alles. Ihr meines Amtes. So, ich habe was für Sie. Oh. Für mich? Diese Tonspule hier. Danke. Wo kommt die denn her? Das ist die neue Folge von Raumschiff Enterhaken. Na, dann wollen wir noch mal kurz reinhören, wa? Haha. Rock, 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 rock. Was macht der denn da? Rock. Keine Ahnung, Sprotz. Spul, spul. Sternzeit 375,7. Captain? Ja? Wir haben da etwas auf dem Bildschirm. Ah, das müsste die Szene sein, die zurzeit nachgedreht wird. Genau, das ist sie. Schau, schau. Ein... Rassel, rassel, rassel. Gosses... was? Omelette? Spotz, rutz, rutz. Knollgucks, Opf... Knollgucks? Was ist denn das? Die Tonspule muss wohl irgendwie defekt sein. Na. So ein Ärger aber auch. Wie soll ich denn das in Ordnung bekommen? Grübel, grübel und studier? Es sei denn... Sag mal, wenn du vorhin am Set warst, hast du doch die Probe doch bestimmt gesehen. Freilich. Naja. Wenn du Dialoge mit... rekonstruieren könntest? Was? Ich habe alle Stimmen in einer Datenbank und die könnte ich die Tonspule? Was will der jetzt? Ja, ja. Das muss klappen. Geht auf jeden Fall schneller, als noch einmal alles neu aufzunehmen. Was? Hilfst du mir? Na klar doch. Mach ich gerne. Nee, mach ich nicht. Nett von dir. Dann wollen wir mal. Rock, rock, rock. Was? Gnoss Omelette? Gnossis Omelette? Was könnte das sein? Also ein rotes Omelette mit Sicherheit nicht. Gnossis Omelette, was? Großes Objekt vielleicht, oder? Kritzel, kritzel. Gut, weiter. Ach, oh Gott. Rock, 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 rock. Wolle, Knoll, Hüllgurs. Was ist das denn? Was heißt denn das? Das weiß ich auch nicht. Ach so. Ach, voll im Kollisionskurs wahrscheinlich hier, oder? Kritzel, kritzel. Ist es jetzt richtig oder nicht? Gut, weiter.
Snacken sieht nach Frammelbit. Snacken. Jagen Sie den Fremden? Haben Sie den Fremden? Sagen Sie den Fremden? Er hatte das Bock gesagt zu der Lieutenant Uhura, oder? Sagen Sie den Fremden? Ach du lieber Gott. Kritzel, Kritzel. Gut, weiter. Wie kann man denn eine Datenbank von Ton... Das finde ich ein bisschen schon sehr... Naja. Alphabeti Kmha. 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 Alpha ehrt jemand, mein Gerät legt ja, ein Captain kann doch. Mein Gerät geht ja. Kritzel, Kritzel. Gut, weiter. Bohne, Giokonoresis. Ohne Ah, doch, das hat er gesagt, eine Kloakdevise. Ohne Trockeneis, Reis, Bohnen mit Reis. Ja, wer ist denn Bohnen mit Reis? Also Reis mit Bohnen vielleicht. Ohne Kloakendevise. Kritzel, Kritzel. Gut, weiter. Ja, bitte. Um uns zu irritieren, erscheint unlogisch. Captain, schauen Sie. Ah! Oh! Ah, brav. Scheint so, als wäre der Rest in Ordnung. Und du bist dir sicher, dass du die Dialoge alle richtig verstanden hast? Nee, also absolut nicht. Ja, hundertprozentig. Hey, ich kann überhaupt nicht antworten. Ich kann dir nicht sagen, wie dankbar ich bin. Sag mal, könntest du mir noch einen Gefallen tun? Klar doch. Ich habe noch einen kleinen Zettel für die technische Abteilung. Würdest du wohl so nett sein, ihn dort vorbeizubringen? Aber gerne doch. Vielen Dank dir dafür. Ach du lieber Gott. Betrachte Nachricht, da steht was drauf, was ich nicht lesen kann. Italienisch? Das weiß ich leider auch nicht. Ach du lieber Gott. Technische Abteilung, wo ist die denn? Versuchen wir es nochmal ganz kurz auf der 1. Ich weiß gar nicht mehr, was da war. Ne, war das Vorzimmer? Denkfabrik war das. Ach, Denkfabrik. Ah doch, Technikabteilung. Haha. Oh, die Tür geht nicht auf. Oh, warum das denn? Ach du lieber Gott. Kann ich nicht gehen? Hallo? Oh. Ja. So, ich würde sagen, wir machen mal eine schöne Pause hier. Und dann sehen wir uns in der nächsten Folge wieder bei Beefy Roll. Ach, Wahnsinn. Schön. Auch wieder eigentlich ganz nett gemacht, ne? Action in Hollywood. Heißt, der Titel, wir haben hier so ein bisschen Star Wars kennengelernt und das finde ich eigentlich ganz nett gemacht. Ja, dann sehen wir uns hoffentlich in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut, euer Perudo. Tschüss.